Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Letzten beiden Spiele, die wir jetzt logischerweise gewinnen werden in dieser Weekend League. Damit wir noch Gold 1 schaffen. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. So, Vertrag. Ich könnte jetzt zwar wieder nachschauen, wie Handanovic wert ist, aber den leiste ich mir jetzt sowieso nicht. Ich denke auch nicht, dass das so viel besser ist, ehrlich gesagt. Maruma ist schon ziemlich krass für einen 82er durch seine guten Hecht- und Reflexwerte. Dann nehmen wir lieber mal schwarz, wenn er orange spielen möchte. Oh, er hat auch Mertens mit Marksman und den anderen weiß ich jetzt, also ich kenne ihn, aber Name fällt mir nicht ein. Viele Juventus-Spieler und von Neapel. Napoli wollte ich gerade sagen. So, konzentrieren wir uns halt nicht. Ach, das nervt mich echt. Also, es ist zwar nur ein paar Sekunden meist oder so, aber ich finde das trotzdem nervig, wenn ständig am Anfang direkt erstmal wieder Pause gemacht wird. Aber ich nutze jetzt die Zeit und ziemlich kurz um. Moment. So. Wieder ein Pullover anziehen. Ist etwas frisch. Okay. Konzentrieren, dieses Spiel gewinnen, damit dann auch im letzten Spiel noch die fette Spannung herrscht. Sonst habe ich dann wieder keinen Bock mehr und spiele wieder scheiße und verliere das letzte Spiel auf jeden Fall. Und das ist ja nicht so cool, weil ich will ja auch im Monat Gold 1 erreichen. Schade. Gut gemacht mit Gulam. Schade. Da hätten wir mehr draus machen können. Das muss eigentlich ein Tor sein aus der Distanz. War aber leider viel zu zentral. Oh, Mertens hat Mertens den Ball abgenommen, glaube ich. Na also. Das ist schon eher, was ich da erwarte aus so einer. Wobei die Position war jetzt eigentlich schwieriger. Ich habe auch nicht flach geschossen, ich mache das selber so. Also ich habe einfach nur am Schießen geschossen und in die Ecke gezielt. Sehr schön. Guter Anfang. Darf gern so weitergehen. Boah, schön, wie der El Shaarawy noch zum Schuss kommt. Schade, dass der nicht auch drin ist. Wieder guter Schuss von Mertens, aber zu unplatziert. Oder halt einfach geile Reflexe von Donnarumma. Ja, ich dachte, er schießt ihn direkt und nimmt ihn erst nicht so komisch an, deswegen hätte er den Schuss abbrechen sollen mit einer Schusstäuschung, wäre besser gewesen.
Danke, dass du uns den in den Lauf legst. Er sollte auf Mertens spielen, nicht auf Brozovic, der inne steht. Aber Mertens kommt wieder. Mertens, was macht denn der für ein crazy Spiel gerade? Da geht er komplett ab. Ah, es war ein schwieriger Pass. Danke. Wenn er mich nicht behindert. Oh, krass. Hat er Glück gehabt. War aber ein ultra schwerer Winkel und das war einfach ein Fehler, da den direkt zu nehmen. Geiler Pass. Ich wusste, dass ich die Zeit habe, den Ball anzunehmen, hab's dann auch gemacht. Und ja, hab dann mich nicht getraut, flach zu schießen, habe ihn normal geschossen. Und er ging rein, schöner Schuss von Anderson. Und ist, denke ich, auch verdient, diese 2-0-Führung. Gegner hat bisher eher schwach gespielt. Und ich wollte auch auf Anderson flanken, also davon mal abgesehen, das war auch geplant. Ich hatte Tor, da war sogar noch dran, oder? Von Aruma. Schade, Lukaku kommt noch ran, also der Abwehr Lukaku. Hat er gut gespielt, aber dann auch wieder ein sehr schwerer Winkel für den Abschluss und Donnarumma ist da. Wollte eigentlich genau das verhindern, weil ich mich schon. Insigne, das ist der andere Spieler, genau. Weil ich eigentlich verhindern wollte, dass er da hinpassen kann. Viel Platz für Anderson. Da hat wieder der Körper gefehlt, hätte ich den Abschluss mit Anderson selber suchen sollen. Noch ein 3-0, das sollte, denke ich, der Deckel sein.
Es wird ziemlich aggressiv und loose und. Das Spiel sah aber gerade nicht gut aus, gefällt mir nicht. Mit Gedira mitgelaufen. Schwacher Pass von El-Sharawi. Krass gehalten von Donnarumma und ja, jetzt könnte es locker 2-1 stehen. Will nicht sagen, dass es schon so stehen müsste, weil ich hatte ja logischerweise auch noch die eine oder andere Chance, aber jetzt hat man wirklich Glück. Wieso spielt er denn auf Anderson und nicht auf Mertens, der da in der Ecke, also der eine Position eher stand? Ich werde jetzt nicht wechseln, weil eine 2-0. Außerdem ist der Gegner nicht so gefährlich bisher. Ja, Insigne. Mertens ist der eine, der mich so nervt, und Insigne war der andere, aber Mertens ist auf jeden Fall unangenehmer als Insigne gewesen. Aber Insigne wollte ich auch irgendwann mal testen, wobei ich mit El-Sharawi, weil Insigne ist, glaube ich, eigentlich ein linker Flügel oder so, also wird er wieder auf die LM-Position passen. Aber mit El-Sharawi bin ich momentan eigentlich sehr zufrieden und ich glaube, Insigne, weiß ich nicht, bräuchte man vielleicht die Info davon. Boah, ey, da steht El-Sharawi und Felipe Anderson. Wollen die mich verarschen? Das sind beides keine Kopfballspieler. Schade. War aber auch lucky, dass der Schuss überhaupt zustande gekommen ist, weil er war eigentlich ziemlich gedeckt. Sehr gut, das war auf jeden Fall beigespielt. Das war diesmal kein Elfmeter. Jetzt unbedingt noch eine rote Karte haben, oder? Sind das die berühmten Frustgrätschen, die ich dann auch immer gerne mache? Wobei bei einem 2-0 mache ich die eigentlich noch nicht. Erst bei einem 3-0, also wenn ich quasi aufgegeben habe, dann mache ich Frustgrätschen. Ich frage mich, ob das so geplant war. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil das war. Ach du Scheiße. Schönes Lackertor. Schönes Lackertor. Weil er den Trottel da anspielt, ey. Oder anschießt. Beim Easy Pass. Naja, jetzt dürfen wir auf jeden Fall nicht noch eins fressen. Am besten noch selber eins machen. Aus dem Nichts komplett unverdient. War meiner Meinung nach ein Foul, haben wir Glück.
Komm noch mal kurz, Mann, Mann, Mann. Solche Flanken, da sollte der Ball nicht hin. Solche Flanken sind eigentlich fast nie. Also es ist, weiß auch nicht, wo man die spielt. So, 82. Oh! Siebenundachtzigste, will ich jetzt abbrechen? Oder? Ich glaube, ich wechsle jetzt doch noch. Es ist mir gerade irgendwie zu riskant. Mein Gefühl sagt mir, ich sollte jetzt wechseln. Es ist einfach, ich meine, es ist einfach nur beschissene Fitness, die ich da spare. Das ist einfach überhaupt nichts Wichtiges. Das Spiel jetzt nicht mehr unentschieden zu spielen, das ist wichtig. Sollten das auf jeden Fall ernst nehmen. Wo rennt er denn hin? Warum soll ich denn in meine Hälfte rennen? Da wäre jetzt El-Sharawi wahrscheinlich schon hingefallen bei dem Foul und Alessandrini hat einfach dann noch die Power. Das war's. Oh, ich dachte jetzt schon, Mertens macht hier noch ein Traumtor. Hä? Ich habe doch wieder jemanden kurz geholt. Was ist denn da los? Sehr gut. Und jetzt haben wir ein spannendes Finale quasi. Wir müssen jetzt das letzte Spiel gewinnen, um Gold 1 zu werden. Da hätte ich natürlich richtig Bock drauf. Tore Mertens und Felipe Anderson Vorlagen. Felipe Anderson und El-Sharawi. Ah, läuft. Mit meinen Außenmittelfeldspielern. Zwölf Spiele, vier Scorerpunkte. Ich hätte es mir gerade besser vorgestellt, aber ist, glaube ich, noch okay. Das spielt sich ja auch ganz gut. 1 zu 3, Felipe Anderson. Ach, bei dem brauche ich gar nicht nachgucken. Okay, letztes Spiel Bundesliga. Bitte lass uns gewinnen. Goretzka vielleicht wieder Bock. Mal gucken. Bitte ein leichter Gegner am Ende. Bitte Luck, bitte Glück. Ich fühle mich auf. Also, ich finde, ich habe in der Weekend League auf jeden Fall schlechter gespielt, als das Gold 1 verdient wäre. Aber ich will natürlich trotzdem Gold 1 haben. Also, ich habe schon in anderen Weekend Leagues in FIFA 18 besser gespielt und nur Gold 2 geschafft. Aber. Come on. Letztes Spiel, nochmal konzentrieren. Mal alles geben. Oh, Bundesliga mit vielen Deutschen. Im Sturm bestimmt Werner. Ah, aber er hat auch Özil drin, sehe ich gerade. 4-2-3-1 mit 3 ZOMs. Also ein Hybrid aus Deutschen und Bundesliga. Aus deutschen Legionären und Bundesligaspielern. Schade. Genau, richtig hingestellt mit Goretzka. Jetzt gehen wir mal mit Bellarabi in den Lauf.
Traumhaft gespielt, traumhaft gespielt. Das war richtig, richtig gut gespielt. Gewartet, bis Arangis in Position läuft, dann in den Lauf geschickt und dann flach vollendet. Nice. Schöner Laufpass mit Werner. Das war sehr knapp. Also Fährmann hätte ihn fast noch bekommen. Und dann in Pfosten und rein. Zum Glück. Nicht umgedreht. Knapp. Schön gemacht mit Schmelzer. Oh, fuck, fast hätte man da ausgetrickst. Retzka wieder mal. Oh, krass gehalten von Fährmann. Schade. Da war er definitiv zu passiv. Und geil! Der Gegner bricht ab! Jetzt schon! Nach, weiß ich nicht, wann war das? Wir haben es geschafft, Gold 1, geschenktes Spiel quasi. 2-0, der Gegner bricht ab, ich weiß nicht, in der 20. Spielminute oder so. In der 12., oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Vielen Dank, vielen ganz groß herzlichen Dank. Unglaublich geil. 2 Scorerpunkte wieder Werner. Also Werner macht erst die Vorlage, Arangis schießt das Tor. Werner schießt das zweite Tor. Was hat denn da die Vorlage gespielt? Oh Gott, ihr könnt es doch mal anschauen. Ich bin da komplett raus. Krass, ich kann es gerade gar nicht fassen. Jetzt haben wir hier eine halbe Folge und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ein Saisonspiel noch spielen? Hör ich auf? Wir gucken noch mal kurz auf die Aufgaben. Saisonprofi. Absolviere heute eine Partie Online-Saison. Ja, passt, dann machen wir das einfach. Dann erledigen wir noch eine Aufgabe dadurch. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Nice. Und spielen wir eine mittlerweile in der Saison in Liga 6. Dann nehmen wir auch direkt nochmal die Bundesliga. Krass! Wir haben es echt geschafft. Geschenktes Spiel nach 12 Minuten. Es kann natürlich sein, dass der Gegner einfach noch sehr viele Spiele machen muss und halt nicht die Möglichkeit hat, ewig lang zu spielen und deswegen dann einfach nach einem 2-0 abbricht. So. 4-4-2 mit einem Costa, der gar nicht ins Team passt. Gomez mit dem Sturm, fast alle Basic, es haben alle Basic Chemistry Style. Ich würde sagen, das ist eher so ein Einsteiger, das wird, denke ich, der wird nicht gut spielen. Also, kann mich gerne vom Gegner überzeugen, aber ich glaube, das wird ein einfaches Spiel. Versuche mich mal genauso sehr zu konzentrieren wie bei der Weekend League, auch wenn das wahrscheinlich eher schwer wird. Ach, da wollte ich nicht hinpassen. Da wollte ich auch schon wieder nicht hinpassen, aber es ist okay. Pass war ein Tick zu weit von Arangis. Jetzt hätten wir ihn locker untergebracht. So, Costa, da spielt er ohne Chemie. Oder zumindest mit wenig Chemie. Da war er zumindest auf der richtigen Position, aber halt ohne Verbindungslinien. Zu passenden Mitspielern. Der ist wieder so hässlich grell. Die Grätsche. Hat er jetzt schon keinen Bock mehr? Was ist denn los mit ihm? Dann lass mich wenigstens vorher noch ein Tor schießen, damit, wenn er abbricht, ich hier einen Sieg bekomme.
Schade. Krass gespielt, krass gespielt, unglaublich krass gespielt. Das war aber auch, denke ich, viel Glück, dass der erste Laufpass auf Costa angekommen ist. Okay, was soll's. Ich habe auch kein Problem damit, das Spiel zu verlieren. Aber ich glaube, wenn es so weitergeht, sollte ich das Spiel eigentlich drehen. Hier, dass der ankommt, ist unglaublich krass. Der war halt wirklich auf Millimeter genau gespielt. Normalerweise hat ihn Kimmich. Ey, da wollte ich auch schon nicht hinspielen. Ich muss Ribéry eigentlich auch machen, aber Ribéry verzeiht es noch gerade so, weil er hat einfach nicht den mega krassen Abschlusswert. Aber wie gesagt, hat gezeigt, da ist was drin in dem Spiel. Ist halt eigentlich auch viel zu aggressiv in seiner Verteidigungsweise. Horn hat am Tor. Könnte sein, dass Horn einen weiten Abschlag hat. Ich spiele gerade auf jeden Fall nicht wie in der Weekend League. Ich spiele auf jeden Fall nicht so gut. Man merkt einfach wieder an die Konzentration, aber die Anspannung halt nachlässt. Das ist leider ein Lackertor. Aber egal. Also gegen ihn traue ich mir selbst noch, das zu drehen. Aber wenn wir ganz realistisch sind, dadurch, dass ich halt nicht so konzentriert spiele, ist es natürlich auch wieder relativ schwer. Aber ich hatte auch schon zwei riesen Chancen. Ja, da hätten auch schon Tore sein können. Ich hätte es 1-0 machen können. Ich hätte es zum 1-1 ausgleichen können. Gegner hat, glaube ich, ein bisschen Glück gerade und ich ein bisschen Pech, aber ich spiele auch nicht auf dem Niveau, was ich in der Weekend League zeigen würde. Das muss man auch merken. Also das merke ich. Dass einfach jetzt die Einspannung weg ist. Das ist aber, denke ich, auch normal. Das ist halt wie wenn ich einen Freund habe. Oder wenn Elfmeter wird natürlich noch nicht gegeben. Wie halt, wenn halt im echten Spiel, im echten Leben Freundschaftsspiel ist oder so, dann ist dann wahrscheinlich die Einspannung meistens auch nicht so groß. Hat er gedacht, er kann mich so super einfach verarschen oder was? Wir haben. Nice luck. Oder auch nicht. Ich mache aber auch ein paar dumme Fehler teilweise.
Schade, dass er deshalb nicht durchkommt. Ich glaube, ich stelle mal aufs 4-1-2-1-2, weil ich glaube, er hat Probleme mit Doppelpässen. Das geht im 4-1-2-1-2 eigentlich besser. Und nur weil es jetzt ein Ding ins Spiel ist, hier können wir trotzdem versuchen, das zu gewinnen. Dann werde ich aber, glaube ich, Ribéry direkt rausnehmen, weil er einfach nicht so ein guter Stürmer ist wie Alessandrini. Natürlich einfach am Ball liegen. Och, nicht klären! Toller Pass von Tolisso. Wie kann das bitte kein Elfmeter gewesen sein? Wie kann denn den Ball bitte Fährmann halten? Oh, wie er stehen bleibt, danke. Danke, dass du einfach stehen bleibst, das war echt geil. Na, gehen wir mal auf sehr offensiv und probieren es. Gegner ist auf jeden Fall besser, als ich gedacht hätte. In dem Weekend League Spiel denke ich, würde ich meistens gewinnen, weil ich dann da deutlich konzentrierter spiele. Das ist ein Foul. Fuck! Auch gedacht, er geht rein.
Komm aber auch nicht zum Schuss. Bin weiterhin der Meinung, dass hier ein Unentschieden deutlich verdienter wäre als diese 2-0-Führung, aber natürlich spiele ich nicht wirklich gut. Ich komme auch die Frustgrätsche, weil ich keinen Bock mehr habe. Wie? Er wurde doch, Werner wurde doch gefoult. Elfmeter, krass, okay. Ist natürlich viel zu spät, aber. Oh nein. Springt leider in die richtige Ecke. Naja, was soll's, haben halt dem Gegner noch einen Sieg geschenkt. Da wird er sich auffreuen und sich für den besten Spieler der Welt halten. Von daher noch eine gute Tat getan und wir sind Gold 1 in der Weekend League. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und wir haben ein Saisonspiel gespielt, oder mussten wir das gewinnen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, wir mussten es gewinnen, oder? Ach, nee, wir mussten es nicht gewinnen. Sehr gut. Saisonprofi, Geschenkset Gold. Aber bestimmt nur ein Leihset, oder? Ach, das ist ein Vierer, alles klar. Da ist eh noch Schrott drin, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass hier ein seltener Spieler oder sowas drin ist. Wow! Sorry. Ja, da könnte aber was wert sein aus England. Okay, 600. Ich verkaufe ihn trotzdem direkt. Borussia Park! Woo! In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wir haben Gold 1 geschafft in der Weekend League. Na, eis. Gibt's noch irgendwas? Eigentlich nicht. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann in der nächsten Weekend League. Also dann, macht's gut. Tschüss.